ist das Geburtstagskind. 11 Jahre. Ja. Lost again, going back around. Dreaming of a time when I get things right. Lost in the shadows of a million stars. Sing mir ein Geburtstagslied. Geburtstag, viel Glück. Super, Alexa, jetzt sind wir dran. Danke. Also, wollen wir ein Lässchen-Lied singen? Habt ihr Lust, Kinder? Okay, dann auf drei. So. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Besser. Happy Birthday. Die Mama singt lieber nicht mit. Alessandro. Lessiandro. Lessiandro. Happy Birthday to you. Sieht gut aus. Das sind die Cupcakes. Eigentlich wollten wir die mitnehmen. Moment. Ihr müsst mir mal kurz helfen, Kinder. So, super. Danke. Hallo, hallo, meine Lieben. Ein neuer Vlog für euch. Warum halte ich meine Hand so komisch? Weil mir die Sonne aufs Hirn scheint. Ja, es ist sehr laut. Ich hoffe, ihr hört mich überhaupt. Wir feiern heute den Kindergeburtstag von Lessandro. Er hat tatsächlich auch heute Geburtstag. Und vielleicht könnt ihr es erkennen, es ist kurz nach eins. Und ich habe tatsächlich heute vor 11 Jahren genau um diese Uhrzeit schwer gekämpft. Ja, ich habe schwer gekämpft. Wartet mal kurz, ich sag denen mal, die sollen ein bisschen leiser sein. Die sind da drinnen und ja, ihr hört mich wahrscheinlich kaum. Moment. Okay, ich habe Bescheid gesagt, sie sollen ein bisschen ruhiger sein. Ihr merkt, wie viel das gebracht hat. Naja, ist es egal. Also auf jeden Fall sind alle Geburtstagsgäste da. Wir feiern jetzt, wir fahren zu den Hüpfburgen. Meine Freundin ist auch da, weil ich ein zweites Auto brauche und mein Mann ist ja auf der Arbeit, wie immer. Normalerweise... Moment. Ich muss mich selbst kaputt lachen. Also bei uns ist ja eh immer laut, ne? Aber heute, ja, übertrifft es das Ganze. Jedenfalls feiern wir immer samstags Kindergeburtstag, weil ja dann auch mein Mann zu Hause ist ab 2, aber diesmal ging es nicht anders. Lange Geschichte, ist egal. Meine Freundin, die hilft mir und auf die ist Verlass. Und wir fahren jetzt los zu den Hüpfburgen. Dort habe ich ein Pizza-Menü bestellt und yay, meine Freundin freut sich und ich auch. Und wenn wir zurückkommen, dann spielen die Kinder noch. Und das Ganze ist heute auch mit Übernachtungsparty. Und hier sind die Luftballons und jetzt Achtung, ich zeige euch was. So habe ich sie befestigt. Also der Lessi möchte jetzt Geburtstagsgeschenke aufmachen und ich würde sagen, wir rufen sie mal, oder? Was meint ihr? Lessi, möchtest du deine Geschenke aufmachen? Möchtest du deine Geschenke aufmachen? Klar! Klar! Da ist es, das Geburtstagskind. Ich zeige es euch gleich, damit die anderen Kinder nicht mit im Bild sind, ne? Also, komm mal her, mein Schatz. Ja. Da ist es, das Geburtstagskind. 11 Jahre. Ja. 11 Jahre. Oh mein Gott. Ja, es ist sogar jetzt 13 Uhr. Ja, es ist kurz nach 13 Uhr. Jetzt bist du geboren. Gleich. Ja. Dauert noch ein bisschen. Die Mama kämpft noch ein bisschen. Okay, also wir machen Geburtstagsgeschenke auf und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Schaut mal, das ist voll schön. Das hat der Lessi von Max bekommen. Also von seinem Kumpel Max. Ne? Voll die schöne Karte hat er dir gebastelt. Das hat er noch von der Mama und vom Papa bekommen. Ja. Und hier sind noch weitere Geschenke. Oh. Bitte schön. Viel Spaß beim Aufmachen, mein Schatz. Kann ich auch mal mit Max sein machen. Ja. Ich wünsche dir dein Max. Happy Birthday. Danke, danke, danke. Okay. Wow, was könnte das sein, Lessi? Ich weiß nicht. Was könnte das jetzt mal sein? Komm, zeig mir. Rebecca! Oh, oh. Das ist ein Auto. Ja, geil. Ja! Es ist ein neues Auto. Lessi könnte drin verschwinden. Mein Haus drin. Und, hast du dir das gewünscht, mein Schatz? Ja. Ich brauche aber noch einen Helm. Brauchst noch einen Helm, genau, der ist unten. Ja. Also jetzt fahren wir aber erstmal los, ne, zu den Hüpfburgen. Yes. Wenn wir zurückkommen, dann könnt ihr ja da mitspielen, okay? Ja, klar. Gut, alles klar. Wir sind da! Wer noch? Oh mein Gott, hier ist ein Lärmpegel, Leute. Also ich bin ja Lärm gewohnt, ne? Aber das hier übertrifft alles. Aber okay, kein Problem. Für Lessi mache ich das, natürlich. Und ja, wir sind gerade angekommen, wir haben Getränke bekommen.
zuschauen, den Kindern zu. Ich melde mich dann später nochmal bei euch. Fütterung der Raubtiere. So sieht es jetzt aus. Da ist Lassie seine Pizza. Und Lassie, hast du Spaß? Ja. Schön. Da sind noch Pommes, Pizza. Was? Und Nuggets. Meine Oma hat es mir zum Tüssen. Die Nacht war kurz. Es haben viele Kinder hier übernachtet. Die frühstücken gerade, die Übernachtungsgäste, die Geburtstagsgäste. Ich war schon total fleißig, habe die Kissen in der Waschmaschine gehabt, weil die ja alle drüben im Wohnzimmer geschlafen haben. Ich habe so Matratzen auf dem Boden und wir waren recht spät gestern erst da von den Hüpfburgen. Die hatten aber wahnsinnig viel Spaß. Die haben dann noch Tischkicker gespielt, hier Tischkicker, und waren draußen an der Tischtennisplatte, während ich selbstgemachte Pizza gemacht habe. Und unser Tisch sieht immer noch total chaotisch aus, eben von gestern Abend. Und das räume ich jetzt alles noch weg. Die haben dann auch noch gespielt, hier dieses Spiel. Und ich bin jetzt mal hier weiterhin fleißig, räume soweit alles weg. Die hatten wahnsinnig viel Spaß gestern bei den Hüpfburgen. Haben dann aber trotzdem wenig geschlafen. Aber das war klar, oder? Also das war ja abzusehen. Ich räume jetzt hier mal das ganze Chaos noch ein bisschen weg. Und würde sagen, ich melde mich später nochmal, damit ihr das auch nicht länger ertragen müsst. Bis später. Hallo, hallo. Wir haben jetzt Geburtstagskinder nach Hause gebracht. Es ist 13:30, glaube ich, oder? 14:00? Bin mir gar nicht sicher. Jedenfalls, oder? Wie viel Uhr haben wir? 14:45. Oh, es ist 14:45. Okay, sagt der Lassie. Ich habe jetzt gerade noch schnell Blumen gekauft. Und zwar diese hier. Der Alessandro bringt die nämlich jetzt zu unserer ehemaligen Nachbarin. Tante, sagen wir immer zu ihr. Und zwar ist es eine ältere Frau. Die hat damals, die war eben damals sehr viel mit bei uns. Sie hat keine Enkelkinder und die hat uns gestern einen Kuchen vorbeigebracht, als wir nicht da waren. Und jetzt möchte der Alessandro sich eben bedanken. Und für die Tochter haben wir auch ein kleines Sträußchen gekauft. Und der Lassie möchte jetzt endlich mit seinem Geburtstagsgeschenk rumfahren. Mein Mann ist auch dabei. Der hat das Geburtstagsgeschenk nämlich eigentlich so im Prinzip noch gar nicht gesehen, wie der Lassie damit rumfährt. Und das machen wir jetzt. So, wir sind da. Wir überraschen die Tante jetzt. Die weiß nämlich gar nicht, dass wir kommen. Ich weiß gar nicht, ob die da sind. Ja. Hier ist die Heidi. Wir waren noch nie hier. Wir wissen gar nicht, wo wir hin müssen. So, mal schauen, wo die jetzt da wohnen. Lustig. Das ist ja so typisch Heidi. Da ist es schon mal nett. Okay, zweite Etage. Oh, es ist schön. Schauen wir mal. Hier, willkommen. Hallo Onkel! Ja, willkommen! Mein erstes Mal alles Blut und zum Geburtstag laufen! Du warst ja nie da, ne? Ja. Die ist so aufgeregt, die Tante, die ist so süß. Jetzt holt sie gerade Post. Ich hab's doch in der Hand. Ne, Lassie? Ja. Aber was war? Ja, und der Onkel ist draußen mit meinem Mann. Begutachten jetzt die Wohnung hier, die sie gekauft haben. Ich erzähle euch später im Auto noch ein bisschen was. Ich mache mal Schluss. Wir sind wieder zu Hause. Ich wollte mich noch ganz kurz von euch verabschieden. Es war richtig schön bei der Tante. Ein ganz, ganz toller Abschluss zum Geburtstag. Eine ganz, ganz herzliche Familie, die wir natürlich auch sehr vermissen. Wir haben 10 Jahre neben ihnen gewohnt und das hat doch unser Leben sehr bereichert und sehr bunt gemacht. Und dadurch, dass sie ja keine Enkelkinder hat, habe ich euch ja erzählt, hat sie unsere Kinder sehr ins Herz geschlossen. Sie hat mir nochmal ein Album gezeigt, das ich ihr vor Jahren mal gebastelt habe mit den ganzen Bildern unserer Kinder. Da hatten wir allerdings nur den Moritz und den Max. Die zwei Jüngsten waren noch gar nicht da und da hatte ich ihr so ein Album gebastelt. Das haben wir uns jetzt gerade noch angeschaut und wie gesagt, das war richtig schön. Ein toller Abschluss zum Geburtstag. Wir gehen mal kurz in die Küche. Ich zeige euch mal was. Und zwar habe ich jetzt angefangen, einen Adventskalender zu basteln. Da ist das ganze Zeug. Da ist der Max, der schaut gerade einen Film zusammen mit Lassie. Ich wollte euch eigentlich nur ganz kurz noch mein Adventskalender-Projekt zeigen. So sieht das Ganze aus. Und mal gucken, ob das was wird.
Ja, also so viel zu Lissandros Geburtstagsparty. Ich hoffe, dass euch dieser kleine Einblick gefallen hat und dass wir uns natürlich im nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Ciao.